So, oben bin ich schon mal. Oh Gott! Es ist immer noch neblig. Ein bisschen Blut verschmiert. Ihr war's, Dad. Komm immer näher. Immerhin hat er uns gut Geld gegeben. Keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Warum gehen wir überhaupt auf eine Hochzeit in so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs? Ich habe euch gesagt, dass es sich um die Hochzeit von Vittoria Vicky handelt, einer Händlerin mit vielen Verbindungen zur ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Die Cousine des Kaisers, erinnert ihr euch? Hoffentlich stimmen diese Geschenke sie milde, sichern das Importgeschäft und verschaffen uns eine Audienz beim Kaiser. Ist es okay, überhaupt dazu zu hören, was fremde Leute so reden? Ich meine, die beachten mich nicht mal. Entschuldigung? Sprecht mit meinem Mann, wenn es sein muss. Okay. Kann ich euch irgendwie helfen? Lass mich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Wenn ihr in Gefahr seid, ich helfe euch nicht. Snobs. Ihr warst da lang. Klopp, gleich sind wir da. Und dann geht's hoch zu den Graumähnen. Mal gucken, was die so sagen. Die Graumähnen. Na gut, eigentlich muss ja doch. Nee, ich muss nicht nach ihr was, denn ich muss den Weg das Erz, aber. Ja, was soll's. Da auch. Oh ne. Eine Erzader. Mehrere Erzadern. Mal kurz rüberschwimmen. Noch eine Höhle. Bock? Bock. Oh, wieder so dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas seht. Bezweifle es, aber diesmal will ich schleichend vorangehen. Oh gut, wenn wir schon beim Schleichen sind. Diesmal machen wir Gesundheit und Magicka. 2 Punkte, okay. Auf jeden Fall Schleichen machen wir mal. Wenn wir das jetzt schon nutzen. Schleichen ist 15% effektiver. Der Erfolg beim Schleichen hängt von der Sichtbarkeit, Bewegung und Lichtstärke, den Lärm der Fähigkeit und der Entfernung ab. Jo. Machen wir mal gleich zweimal. Volle Effektivität. Okay. Das können nur Banditen sein. Okay. Das können nur Banditen sein. Joch. Von wegen Legolas. War ja schon fast peinlich,
Steht da einer? Ich weiß nicht. Bin nicht sicher. Huch. Ja, beruhig dich. Puh. Tracking, ey. Kackerschlüssel. Ja, Mann. Immer hau ich dagegen. Noch eine Erdsaat, aber das könnte ein bisschen laut werden. Das machen wir später. Da ist eine Falle. Oh, das könnte ein großes Gebiet sein. Natürlich, da brauche ich aber nicht schleichen. Bin mir nicht sicher, ob ich da triff. Wow! Nice, Digga! Komm. Warten wir kurz. Wahrscheinlich da oben. Kann ich da... Fucking. Ihr seid so. Da kann ich nicht durchschießen. Aber sie kommt eh runter. Ist auch nicht schlecht. Kurz heilen. Safen. Ich safe nicht, weil ich Angst habe zu sterben. Ich safe, weil ich Angst habe, dass das Spiel abstürzt. In genau den Situationen, die unpassend sind. Auf jeden Fall scheinbar ist hier noch jemand. Ich bin hier nicht alleine. Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Haha, das war nice. Das war so nice. Worte und Philosophie. Ja, irgendwann mal mache ich eine Lesestunde. Aber nicht jetzt.
Zwei Stück. Die wissen eh, dass ich komme. Als ob. Gehen wir schön außen rum. Ah ja, und hier alles voller Fallen. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht. Ich sehe auf jeden Fall ein bisschen besser. Eine Kamera. Kamerabrille. Ist da jemand? Hab ich mich gesehen? Nee. Könnt's auf jeden Fall noch ein bisschen dunkler machen. Nur wegen der Immersion. Hallo, wer ist da? Ich hab's jetzt mal richtig dunkel gemacht. Richtig dunkel. Dass es kein Wunder ist, dass man mich nicht im Dunkeln sieht. Ja, genau. Ich kann nichts erkennen, aber so soll es sein. Kein Licht. Dann kann man auch nichts erkennen. Gott überlegen. Ja, man hätte mich sehen können von hier. Und wenn ich da laufe, genauso. Aber gut. Man geht ja jetzt nicht davon aus, dass ich vielleicht ein Feind bin. Sieht man in der bei der geringen Helligkeit jetzt nicht so. Ach du Scheiße, ist es dunkel. Okay. Weiter geht's. Schön fucking dunkel. Als würde der Boss wieder loslegen. Genau so mag ich's. Was macht er denn schon wieder? Wieder mal eine seiner besoffenen Schiffe. Ich kann nix sehen. Nur, dass er dieses Mal jeden zu einem Duell drüben im Loch herausfordert. Wir haben ihn jetzt da drin eingesperrt, aber er fordert immer noch jeden heraus, der ihn schief anschaut. Irgendjemand sollte diese Katze freilassen. Wäre bestimmt mal. Hey, sag das nicht so laut. Wir wollten nicht, dass er das hört. Hm.
Da sitzt auf jeden Fall einer. Der weggeht. Ich hoffe, da ist kein Weg. Okay. Alle gewesen sein. Okay. Oh, wenigstens ein bisschen Licht. Oh, Feuerzauber. Wie geht der Feuerzauber nochmal? Beljol, Hall. Ah, ich dachte, es wäre heller. Na gut. Belhas, Hall. Belhas, Hall. Beljol Hall. Ne? So. Bin nicht sicher, ob Papierstopp wichtig ist. Also normalerweise geht es an. Machen wir es eben so an. Wehe, es kommt kein fetter Loot am Ende dabei raus. Ich meine, das Schnetzeln gefällt mir. Ich mag Geschnetzeltes. Aber so ein bisschen Loot wäre nicht schlecht. Entschuldigung. Ja, das wäre ein Dietrich, ja. Das wäre ja Dietrich Jackpot. Schwerrüstung. Oh, nehmen wir mit. Irgendwann mal lese ich den ganzen Scheiß. Oder auch nicht. Tränke. Skoma. So kleine Fläschchen. Brauch keine Drogen. Keine Macht in Drogen. Yeah.
So, da hinten ist einer. Safe. Also der wird hier den Weg hochlaufen, wenn ich die attackiere. Boah, das wäre nice, wenn ich die aufmache. Ich glaube, ich kann die aufmachen. Mit der Maus. Komm schon. Mach das mal, Säbelzahntiger. Der macht die ganze Arbeit. Der... Ich glaube, ein bisschen blöd von mir. Jetzt muss ich früher oder später. Boah, wer, der greift nicht dann. Okay, gut. Fuck, ist der groß. Ist mir erst jetzt aufgefallen. Na gut. Sag bloß, der ist da. In Sicherheit. Noch einer. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, dass er jetzt weg ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Naja. Wo seid ihr? Ob ich da wieder hochkomme? So, oben bin ich schon mal. Oh Gott! Oh fuck, 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 fuck! Oh. Also manchmal ist es ganz gut. Belhasal. Ja, ganz gut, wenn auf einmal das Schwert da ist. Juch. Ja, der ist groß. Alles mit. Größer. Ja. Wo seid ihr? Ja, komm wieder her. Er kommt bestimmt wieder. Wenn er dann kommt, dann begrüßt ihn ein mächtig langer Pfeil.
Ich glaube, da geht's dann da raus oder rein? Auf warmen Sanden. Ausgeblichen durch die Sonne Elveri Elveris. Auf der Ruhe und Gelassenheit. Ruhe und Gelassenheit, das ist cool. Alter Meister. Okay. Sorry, semi-cheaten. Safe. Okay, ich habe ungelogen nur 6 Dietriche verschwendet. Für 48 Gold. Danke. Sag, er kommt zurück. Geht's denn hier runter? Ach da. Ja, ich habe eh den Schlüssel. Banditenraufbold. Oje, oje, oje. Ja, wieder so dunkel. Also ich kann jetzt ohne Spaß jetzt nichts erkennen, aber ich will jetzt kein Lichtwisp einsetzen. Ich will im Verborgenen bleiben. Naja, ich weiß, wo wir sind. Klar weiß ich, wo wir sind. Aber ich glaube... Ah, hier brauche ich kurz Licht.
Naja, mächtig Loot ist was anderes. Oh, das war knapp. Was wäre ich da runtergefallen? Und dann kann ich es jetzt abbauen. Spannend war es auf alle Male. So ein Jumpscare hat was. Mal gucken, was noch so kommt. Jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt... Oh, Wasser. Dass wir den Weg nach ihr, was der jetzt mal langsam finden. Ich glaube, das ist nicht ihr, was das. Ui. Dann gehen wir wahrscheinlich nächstes Mal hin. Ihr was das. Was? Wer hat hier Hilfe gerufen? Hast du Hilfe gerufen? Ist da jemand? Wow, beruhig dich. Was ist mit dir los? Bist du gut oder böse? Na gut, du gehst mir ein bisschen zu nah. Du bist mir zu nahe gekommen. Sorry. Scheiße. Ich hab dich gewarnt. Hab ich? Verdammt. Kopfgeld. So wütend bin ich. Bin ein Jarl. Das sollte man mir verzeihen können. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Banditenlager ist oder... Oh, nee, ernsthaft? Scheiße. Okay. Oh, super. Beldro war ein Kuhn. Beldro war ein Kuhn. Oh, das ist manchmal. Beldro war ein Kuhn. Beldro war ein Kuhn. Geht doch. Na gut, das ist mir. Oh je. Safe. Okay, der wird mich angreifen. Puh. Oh. Shit. Belhas Hall.
Lila. Nachts ist das mir definitiv zu gefährlich. Der Lichtwurst bringt halt so gar nichts eigentlich. Ich glaube, da bin ich sogar ohne. Oh Gott, oh Ziege, ey. Ah, diese Ziegen. Ich will jetzt einfach nur nach ihr, was das. Na gut, das holen wir noch. Du hast keine Jumpscares, ich sag's euch. Das wäre bestimmt eine mega Aussicht. Die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ja, ich sehe nur schwarz. Ihr wisst halt nach oben. Oh, nee, nicht schon wieder. Ich suche jetzt einen Weg außen rum. Oh, ja, nochmal. Hopp, ein bisschen klettern. Funktioniert nicht. Ein bisschen tricken. Ja, ja, komm, komm. Oh, Wölfe. Gut, das funktioniert. Ja, so leicht erschreckbar bin ich jetzt nicht mehr. Ah. Ach, rennen wir ein bisschen. Oh, fuck. Und die Wölfe machen wir noch. Wolfspelze. Wo ist der andere Wolf? Oh. Oh, ihr wisst es. Ich weiß, ich könnte in die Karte schauen. Aber ich will mich nicht selber spoilern. Bin mir sicher, dass ihr wisst es jetzt demnächst mal kommen sollte. Okay. Ja, müssen wir nächstes Mal machen. Ich glaube. Wie war's das?
glaube, wir sind ganz in der Nähe. Hallo? Ich bin auf einer P. Was? Nix. Hey! Was? Mann, könnt ihr nicht einfach nur Hallo sagen? Ich weiß, die Rüstung ist besser, aber dann ist sie nackt. Das machen wir lieber nicht. Der Wolf ist jetzt irgendwo gestorben. Und den suche ich jetzt nicht. Ich will nach Eva's Dad. Eva's Dad. Boah. Alles, was ihr könnt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Das haben wir ja noch geschafft. Vampirpanzerhandschuhe. Vampirstiefel. Okay, tschüss. Frostgift. Oh, jedes Mal die Eisenpfeile angelegt. Devastated, ich komme. Wölfe. Eva's Dad nach da. Okay. Dann wollen wir da lang gehen. Von wegen, wir sind gleich da. Hallo? Ihr war's dat. Geht doch. Ihr war's dat. Ja, sag ich doch. Wann Rava ankun. Wann Rava ankun. Wann Rava ankun. Erstmal eine Runde schlafen. Und dann schauen wir weiter.